Spiel wurde unterbrochen. Alter Schwede. Jamal Musiala wäre einer für dich, glaube ich, oder? Ja, gutes Talent, ne? Neues YouTube-Video. Heute ein ganz besonderer Stadion-Vlog, weil es gibt was ganz, ganz Besonderes. Wir fliegen gleich nämlich nach Polen. Der Prinz höchstpersönlich hat uns eingeladen, Lukas Podolski. Und wir haben nicht irgendwelche Plätze bekommen, sondern direkt Plätze am Unterrang. Also direkt am Platz, sowas habe ich noch nie erlebt oder gehört, dass sowas überhaupt geht. Aber der Prinz macht alles möglich. Wird ein ganz, ganz besonderer Stadion-Vlog. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft auch nichts verpasst. Und jetzt weiter rein ins Video. Schnapper, oder? 8,50 €. Erdbeerjoghurt und Brötchen für 8,50 € ist Schnapper. Klassische Flughafenpreise. Ohne Scheiße, das ist eine Frechheit. Freunde, Real Talk jetzt. Das ist der heißeste Flieger, in dem ich jemals saß. Ich glaube, wir haben hier plus 60 Grad. Ich muss gleich auch meine Jacke ausziehen. Aber alle Strapazen werden in Kauf genommen. Jetzt geht es gleich nach Polen. Und wird schon werden. So, Freunde, Zwischenstation. Wir sind jetzt in Warschau gelandet. Jetzt geht es weiter von hier aus nach Katowice. Der Flug, wir konnten nicht keinen Direktflug nehmen, deshalb ein bisschen umsteigen, ein bisschen hektisch. Wir haben noch 30, 40 Minuten Zeit, aber das kriegen wir alles hin. Was machst du in Polen? Ich komme gerade aus Schweden. Ich hatte gerade auch Familie. Freunde, wichtiges Bändchen. Wenn ihr das Ding hier habt, wird euer Koffer immer als erster gebracht. Das ist so ein kleiner Lifehack. Merkt euch das. Also Freunde, Poldi, der Ehrenmann, schreibt uns hier, nein, einfach vor und während des Spiels filmt, was ihr wollt. Konrad, schickt eine Nummer. Oh scheiße, Nummer dürfen wir nicht veröffentlichen. Kann Englisch bei dem melden, der lässt euch damit rein. Ehrenmann, Poldi ist der größte Ehrenmann, ohne Scheiß jetzt. Freunde, das hier ist definitiv Fußballsucht pur. Während wir zum Stadion fahren, gucken wir natürlich trotzdem noch Bundesliga, ganz wichtig. So, zack. Freunde, ihr seht es schon, hinter uns ist sehr, sehr viel los. Und wir sind erstmal auf der Suche, gleich nach Konrad, der von dem Poldi uns den Kontakt geschickt hat, damit wir gleich diesen coolen Special-Platz bekommen. Aber ihr seht es schon, jeder zweite trägt ein Poldi-Trikot. Nein, jeder trägt hier ein Poldi-Trikot. Er wird hier schon komplett verehrt, vergöttert, kann man schon fast sagen. Das ist schon richtig heftig. Hi, Konrad. Dia hier. I think Podolski told you, right? Yeah, sure, yeah. I take a picture and send you on WhatsApp and we say like, I think be... You can see on what WhatsApp, I text you. Freunde, so sieht ein richtiger Pressemann aus. Ist das nicht stark? Guckt euch das mal an. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, wir wissen immer noch nicht, wie wir nach unten kommen, aber irgendwie kriegen wir das schon hin, dass wir gleich unten am Platz stehen. Wird, glaube ich, ein krasses Gefühl sein. Und der Konrad hat uns gerade auch erzählt, nach dem Spiel dürfen wir sogar auf dem Platz noch drauf. Finde ich natürlich richtig, richtig geil. Vielleicht kriegen wir Poldi auch noch kurz zu fassen, dass wir kurz zwei, drei Sätze mit ihm schon sprechen können. Aber wird so oder so, es wird ein unglaubliches Erlebnis und ihr seid natürlich mit dabei. Also Freunde, es ist absolut kein Klischee. Die Polen, die zischen sich gerne mal ein Bierchen. Ist ja auch völlig in Ordnung. Wir haben jetzt gleich den Moment, wo wir den Platz besichtigen können. Und das wird schon, glaube ich, ein Highlight werden. Rein ins Stadion. Ein gutes Osch, hoppala. Weißt du, wie wir hier runterkommen oder immer noch nicht? Wir gucken uns jetzt das Aufwärmen noch mal ein bisschen Ruhe an, beobachten Poldi natürlich und dann geht gleich auch schon das Spiel los.
Ah. Krass, halt. Ohne Scheiß, das Gänsehaut. Ey, heftig. Krank. Das ist heftig. Ohne Scheiß Gänsehaut. Ihr kriegt diese Stimmung hier mit. Das ist unfassbar. Ey, diese Fankultur habe ich selten so erlebt. Geisteskrank. Ohne Scheiß Gänsehaut. So geil. Ey, die lieben ihn. Hört hin. Die lieben ihn hier. Ohne Scheiß. Krass. Freunde, jetzt ist Anstoß. Wir haben uns natürlich auf das Tor gestellt, wo Poldi drauf zuspielt. Und es geht jetzt los. An für Freunde. Warte. Matchday, Freunde, haben wir vergessen. Zwei, drei Minuten gespielt, bislang ein ruhiges Spiel, erstmal abtasten. Bislang ein schwieriges Spiel für Poldi, jetzt macht er Druck. Gut, jetzt reicht es ihm, gut so. Guck mal, und schon der Ballgewinn. Die Choreo haben wir noch gar nicht mitbekommen. Geil, so ein XXL-Trikot, habe ich gar nicht mitbekommen, sieht auf jeden Fall sehr, sehr stabil aus. Alter Schwede. Spiel wurde unterbrochen. Spielunterbrechung hier. Weil, ja, guckt selber hin, man sieht den halben Platz nicht mehr. Was geht hier? Ja, mal gucken, wie lange die Unterbrechung noch geht. Ich bin mal gespannt. Alter Schwede. Ey, ich weiß, es ist verboten. Es ist vielleicht auch gewissermaßen gefährlich. Aber sorry, Freunde, ich lieb's einfach. So, Freunde, das Spiel war insgesamt 6 Minuten unterbrochen. Jetzt geht es aber wieder weiter. Es kommt bislang noch kein richtiger Spielfluss zustande. Ich glaube aber in der zweiten Halbzeit, wenn die Kräfte auch ein bisschen nachlassen, öffnen sich Plätze auch für Poldi und Co. Das heißt, Räume werden frei. Wir sehen viel mehr Torraumszenen. Aktuell hatten wir 2, 3 gefährliche Halbaktionen, die ganz gefährlich waren. Aber es ist noch nicht konsequent geworden. Also es ist noch nicht konkret geworden, keine konkreten Angriffe. Viel Mittelfeld geplempelt bis jetzt. Aber ich glaube schon, dass es gleich viel konsequenter gespielt wird und dass da, wie gesagt, Räume da sind. Aktuell ist es natürlich für Poldi auch schwer. Der Ball auf Poldi jetzt, ey. Macht ihn gut fest. Oh, jetzt geiler Ball, jetzt! 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 Nein! Nein! Oh! Oh! Scheiße, das war die überragende Ball von Poldi. Hat er auch überragend gemacht. Jokota heißt der. Gute Mann. Gut reingezogen, mit links abgeschlossen. Aber Keeper mit den Verteidigern, wie die sich reingeworfen haben. Hier für euch nochmal in die Slow-Mo. Sehr geile Aktion. Gut gemacht von allen Beteiligten. Hat am Ende nicht gereicht. Jetzt direkt in die Halbzeit. Das war die letzte Aktion vor der Halbzeit. Da ist mein Herz nochmal stehen geblieben. Aber habt ihr den Ball von Poldi gesehen? Sensationsweit. Boah, zweite Halbzeit, Freunde, verspricht sehr, sehr viel. War eine coole erste Halbzeit und ich bin jetzt gespannt, was die zweite Halbzeit so mit sich bringt. So, Freunde, Seitenwechsel und guckt euch mal die Location hier an. Überragend. Weiterhin 0:0. Weiterhin ein enges, rastiges Spiel.
Und ich hoffe, dass wir gleich auch noch ein paar Tore sehen werden. Aber ich bin guter Dinge. Holdi steht hier vorne. Gut reingezogen. Komm, zieh du rein, schieß! Oh, Holdi, 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 Holdi! Holdi! Ja! Holdi, wenn er eine Chance hat, wenn er abdrückt, ist der Ball sowas von drin. Das ist eine Treffsicherheit. Dieser linke Fuß, dieser linke Fuß ist unfassbar. Ekball kommt jetzt rein. Verlängert wird ekelhaft auf die Latte. Uiuiui. Freunde, die sind jetzt alle beim Schiedsrichter. Ich habe keine Ahnung, ob es in der polnischen Liga den Videobeweis gibt. Da sind jetzt auf einige Diskussionen. Ja, es gibt den Videobeweis. Es gibt den Videobeweis. Kommt rein. Ah, schade. Ganz gut Druck drauf. Oh. Ja. Ja. Tödlicher Fehlpass. Der darf so niemals passieren. Ja. Im Zentrum der Fehlpass, Freunde. Und das war direkt nach dem Eckball. Holdis Team komplett offen und dann wird es natürlich schwer, da hinterher zu kommen. Das ist bitter. Das ist verdammt bitter. Wir haben noch gute 5 Minuten auf der Uhr. Ich gucke gerade die ganze Zeit rüber. 5 Minuten plus Nachspielzeit. Ich hoffe, da geht jetzt gleich nochmal mehr. Oh, super Ball. Bist durch. Bist durch. Ja? Lukas? Oh, das gibt es doch gar nicht, Mann! Ey, Freunde, ohne Scheiße jetzt. Real Talk. Zweimal jetzt die Latte von Poldi. Boah, ist das bitter. Bitte jetzt nicht, ey. Nicht nochmal so ein Gegentor oder so. 1-1 nehmen wir mit, ist okay. Spiel ihn auf Poldi. Überragend dabei. Gut, der Ball kommt. Ja! 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 Oh, ist das geil. Was ein überragendes Tor auf dem zweiten Pfosten. Er macht ihn eiskalt weg. In der letzten Minute, Freunde. Polnischer Fußball, ihr habt mich erobert. Ihr habt mein Herz erobert. An alle Polen da draußen. Euer Fußball ist geil. So, gleiches Feierabend. Jetzt ist vorbei! Was für ein unfassbares Spiel, Freunde. Oh mein Gott.
Flo Wirtz, was hältst du von ihm? Gut? Ja, das FC habe ich schon mal gesehen, Leverkusen nehme ich keinen. Jamal Musiala wäre einer für dich, glaube ich, oder? Ja, gutes Talent, ne? Boah, leck mich am Arsch mit 38, wie ich aussehe. Da hat selbst die Kamera man sich erschrocken. Ja, aber ich kann jetzt überhaupt nicht wichtig. Auch nicht sagen, wer jetzt so die beste Elf der Saison war hier. Weiß ich, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich die spiele nicht so. Ja, jetzt musst du halt noch aufstehen, jetzt bin ich mal gespannt. Neuer am Tor. War Neuer der beste Keeper, mit dem du jemals zusammengespielt hast? Ja, kann man sagen. Kann man so sagen. Ja, Stürmer hier, ne? Czarnow, Innenverteidiger, Sechser? Sechser. Frimpong, Rechtsverteidiger. Linksverteidiger. Davis, Linksverteidiger, oder? Ja. Jetzt bin ich bei Innenverteidigung gespannt. Guardiola haben wir zwei, dreimal reingelegt. Zack, zack. Also gehst du nicht mit Hummels? Deine Aufstellung. Ich will nicht aufreden, einreden. Kannst du auch in der Dreierkette spielen. So. Jetzt schwer Mittelfeld hier, ne? Ja, so Grifo mit Can, ne? Can ist für dich komplett gesetzt, ne? Can ist, ja, finde ich auch gut. Ja. Diaby finde ich geil, ja, ich finde ich auch super. Also, Neuer am Tor, Upamecano, Hummels und Guardiol in Verteidigung, links Flügel, Davis, rechts Frimpong. Kannst du Optionen machen hier? Kimmich oder Grifo. Can ist aber für dich absolut gesetzt. Ja. Diaby oder Musiala. No. Adeyemi. Kannst du auch nochmal. So vielleicht. Als Option nochmal. Ja, hier ja, vielleicht Option. Aber die erste Elf steht von dir, ne? Das ist Poldis Traumelf, Freunde. Nee. Nicht Traumelf. Das ist die Elf. Die Karten, die rausgekommen sind. Okay, wir wollen jetzt keine Tatsachen verdrehen. Und noch hier ist meine Bank. Wen hättest du denn reingeworfen aus der Bundesliga, der jetzt hier, den du nicht gezogen hast? Ist da irgendjemand dabei, wo du sagst, boah, der hätte bei mir spielen müssen, habe ich leider jetzt nicht gezogen? Ja, bestimmt einige, ne? Brandt von Dortmund. Stürmer schwer, ne? Herr Müller. Müller, Füllkrug, ne? Gute Saison gespielt. Ja, klar. Aber wen gibt es denn noch in der Bundesliga, der so regelt? Grifo auch. Aber sonst ist schwer jetzt so, wenn du so jetzt die aktuelle Bundesliga-Saison guckst, ne, wen nimmst du jetzt so, ne, in die, sag ich mal, in die Elf rein oder wer fehlt oder ja, klar. Ist nicht so einfach. 100%. Christopher Nkunku, Thema auch. Doch. Ja, ist auch ein Thema. Ne? Und Köln keiner dabei, leider. Na, wie willst du denn da reinnehmen, habe ich gerade überlegt. Ja, schwer. Da gibt's ja Skiri vielleicht. Thielmann ist auch, spielt auch ja, gute so. Ja. Jonas Hector vielleicht Linksverteidiger, genau, aber. Ja, Hector, Linksverteidiger vielleicht. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Wir sind gut mit der Elf. Dabei. Waren wir gut dabei. Freunde, meine Stimme ist auch schon komplett weg. Das war ein geisteskranker Stadion-Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nochmal danke an Poldi, der das Ganze möglich gemacht hat. Wie gesagt, meine Stimme verabschiedet sich. Abonniert den Kanal, ganz wichtig, Freunde, wenn ihr sowas nicht verpassen wollt, weil ich werde dranbleiben, dass ich solche Drehs häufiger mache. Aktiviert die Glocke, ganz wichtig, dass ihr kein Video in Zukunft verpasst. Folgt gerne auch bei Instagram rein und dann sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Und ich versuche jetzt meine Stimme zu schonen. Haut rein, ciao, ciao.